Hallo. Ja, das heutige Spiel von den Arizona Coyotes gegen die Vancouver Canucks werde ich euch leider nicht mit Bild zeigen können. Grund war dieses Mal nicht mal ich, der zu blöd war, sondern einfach die Elgato, die aus welchen Gründen auch immer dieses Spiel nicht aufgenommen hat. Was komisch ist, weil das letzte Spiel hat sie aufgenommen. Und die nächsten Spiele, die bereits aufgenommen sind, hat sie auch aufgenommen. Und das war alles in derselben Nacht. Und dieses eine Spiel hat sie aus irgendwelchen Gründen nicht aufgenommen, obwohl ich nichts verändert habe. Ich habe keine Ahnung. Es muss irgendwie ein Fehler vom Gerät gewesen sein oder sonstiges. Jedenfalls gibt es diese Folge jetzt leider nicht mit Bild, was sehr schade ist. Tut mir auch echt leid. Leider bleibt auch dieses Let's Play nicht komplett verschont von technischen Problemen. Aber ich kann so viel verraten, die anderen Folgen sehen soweit gut aus. Und ich werde natürlich versuchen, euch bald mit der nächsten Folge zu versorgen. Ja, ihr musstet jetzt etwas länger auf NHL warten, glaube ich mal zumindest. Und deshalb hoffe ich, dass ich bald die nächste Folge nachlegen kann, damit ihr auch was zu sehen habt. Wenn euch Hören für den Moment reicht, ich weiß ja, dass einige Zuschauer von euch, die Let's Plays einfach nur anhören, dann könnt ihr jetzt gerne dranbleiben. Dann kommt jetzt die Folge gegen die Vancouver Canucks als Podcast, wenn man so möchte. Und ansonsten muss ich euch leider auf die nächste Folge vertrösten. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht deswegen. Und ja, wenn doch, kann ich auch nichts dran ändern. Es ist ja jetzt leider Gottes so. Leider. Naja, bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Oder eben viel Spaß, falls ihr dranbleibt. So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Partie. Ich muss gerade ganz kurz einen Synchronisationstest machen, weil ich das gerade vergessen habe vor der Aufnahme. Statistik sofort, Statistik sofort, Statistik sofort. So, das reicht auch schon. Ja, herzlich willkommen. Wir spielen zu Gast bei Vancouver, bei den Vancouver Canucks. Und habt ihr mal die Statistiken gerade von deren Goalie gesehen? Die war ja wohl nicht normal. Der hat ja fast alle Schüsse gehalten, die er bis jetzt bekommen hat aufs Tor. Irgendwie was, 90% oder so, das gehaltene Schüsse. Ah ja, klar, ich meine, warum auch nicht, ne? So, Alfredsson lässt durch. Dafür Crosby, Alfredsson, beinahe. Die Chance, Jager jetzt. Jager auf Sidney Crosby und der Rückhandschuss wird abgeblockt. Damit jetzt also die Canucks im Spielaufbau. Gleich gestört, Ehrhoff. Jetzt Crosby auf Alfredsson. Ja, das war nix. Damit also gleich wieder die Canucks, die coole Heimtrikots haben, muss man wirklich sagen. So von den Farben her gefällt mir das ganz gut. Das waren die mit den beiden Sedin-Brüdern. Ich erinnere mich. Und Larsson. Boah, irgendwie kommt er an den Puck. Frag mich nicht wie. Jetzt Boettger. Boettger geht vorbei. Schade. Rückhand passt. Und da ist er irgendwie drin. Keine Ahnung wie. Hänsel war es scheinbar, der die Führung hier macht. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. War das Sedin? War das der? Das war scheinbar der Captain der Canucks, der das Tor gemacht hat. Ein Eigentor. Natürlich wird es Hansel angerechnet, aber ich glaube, der kann da gar nicht viel für. Ich glaube, es war ein Eigentor von Sedin. Warum auch immer das passiert ist. Ist ja auch einer der besseren Spieler. Beide Brüder, Gebrüder Sedin, würde ich sagen. Mit meinem spärlichen Fachwissen. Little, schade. Na, Little wird da umgecheckt. Like. Na, Gardiner, den muss man schon mitnehmen. Like. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch mal weg. So, und dann der Pass auf Dolan kommt einfach nicht an. Gardiner. Und Thomas kann festhalten. Doan, komm, den kriegst du. Kein Icing. Schade. Gardiner immer noch auf dem Eis. Wenn auch ohne Helm. Und das war ein gefährlicher Pass. Murphy, wieder ein guter Check. Kunitz. Ah, wird da ganz schön umgerannt. Schade. Kein Konter. Vancouver macht ganz schön Druck.
Gardiner immer noch ohne Helm auf dem Eis. Kann ruhig mal langsam zu wechseln fahren. Hansel. Und da ist keiner. Yandel jetzt. Thomas. Hansel. Herhoff. Auf Konegger. Und da ist der Schuss und da ist das Tor. Gallagher macht das 2 zu 0. Das war wieder mehr oder weniger aus dem Nichts. Ryan Miller sieht da auch nicht gut aus. Conagher mit dem Pass. Und dann war das Gallagher sauber abgeschlossen. Bisschen das Blickfeld da. Da wurde Miller ein bisschen das Blickfeld genommen vom Verteidiger. Dennoch sieht er hier nicht gut aus. Conagher war es nicht, sondern Gallagher in diesem Fall mit dem Tor. Conagher mit der Vorlage und damit hier das 2-0 für die Coyotes. Schön, Hamonic. Macht das gut, erobert den Puck gleich. Alfredsson. Schade. Der Konter gleich wieder unterbunden hier. Und das war nicht gut. Waren da ganz kurz am Puck, haben ihn aber auch gleich wieder verloren. Oh, gefährlicher Schuss. Und Jager. Das wollte ich nicht tun. Okay. Na, noch ein paar Sekündchen oder Zehntelchen oder so. Ja, das war's. Und damit steht es also 2-0 nach dem ersten Drittel zwischen den Coyotes und den Canucks. Ein guter Auftakt. Oh, ja, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Und es ist gut zu sehen, dass auch mal die anderen Leute aus unserem Team treffen. Nicht immer dieselben, nicht immer die Alfredsson, Jager, Crosby-Reihe. Sondern jetzt eben auch die schwächeren Reihen, die mit Gallagher, gut, die Hansel-Reihe mehr oder weniger, wobei das ja auch keine schwächere Reihe ist, sind wir mal ehrlich. Also, aber dennoch, schön zu sehen, dass das hier so gut klappt. Oh, gefährlich, dieser Schuss. Und Erhoff, ja, das war nicht gewollt, da habe ich wieder einfach noch den falschen Knopf gedrückt. Crosby. Crosby wird da hart angegangen. Und Jager holt sich sofort den Puck zurück. Alfredsson. Alfredsson, ach, der ist ja rechts, er ist Rechtshänder. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Jandl, schöner Check. Macht er gut. Jager behält den Puck. Kein Abseits. Ups, sorry. Das war mein Fehler. Und Erhoff. Jandl. Crosby. Crosby. Ist da unten einer? Da drüben ist einer, nämlich Larsson. Böttger. Böttger! Boah, Innenposten! Schon wieder eine gute Chance. Diesmal ist Mikkel Böttger, der hier ganz nah an den Torerfolg rankommt. Und Larsson, super! Dazwischen gekrätscht ja förmlich. Tim Thomas nimmt den Puck auf. Klasse Verteidigungsarbeit. Sehr, sehr gut das Ganze. Hier nochmal der Check gegen Crosby. Im Fußball wäre das ein klares Foul. Hier geht es natürlich durch. Das wissen wir. Brian Little. Like. Ah, Vorsicht. Thomas dazwischen. Wieder Thomas. Gardiner. Brian Little. Schön gespielt. Doan. Doan. Ah. Der Pass an sich nicht schlecht. Aber da war schlicht und ergreifend keiner da. Like.
Versucht's mal. Ist aber wirklich auch nicht der Goalgetter. Das muss man auch mal sagen. Also, like, ich habe nochmal die Statistiken geguckt vor dem Spiel. Hat tatsächlich die meisten seiner Scorer-Punkte durch Vorlagen gemacht. Nicht so sehr durch eigene Tore. Das sieht man auch bei seinen Torabschlüssen, dass die eben nicht so gut sind. Böttger auf Hansel. Und da der Pass zu Böttger und sowas geht einfach immer. Und immer öfter auch rein. Schönes Tor, 3 zu 0. Ja, es läuft, würde ich sagen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die wir uns natürlich auch selbst eingebrockt haben. Mit dem Anti-Ore-Experiment und so weiter. Hamonic, schöner Check. Gallagher. Gallagher! Und Bjugstad kommt da nicht rechtzeitig hinterher. Oh, Achtung, Leute, Leute, wo seid ihr denn? Bjugstad auf Larsson, Böttger, Konegger. Ah, da fliegt er um. Diesen Angriff hier im Keim erstickt. Und Harmonic den Puck verfehlt. Ah, uiuiui. Mein lieber Mann, du. Kunitz. Kunitz! Nicht schlecht, hat nicht viel gefehlt. Hansel. Böttger. Und da ist Kunitz nochmal. Gut verteidigt von den Canucks, muss man einfach mal sagen. Und der Schuss bringt keine Gefahr mehr. Damit das zweite Drittel vorbei. Es steht weiterhin. Ja, 3-0 zum zweiten Drittel. Thomas in guter Verfassung, wie wir ihn kennen. Nach wie vor sicher im Tor. Hält heute einige gute Schüsse. Anders als sein Gegenüber, anders als Ryan Miller, der heute keine so gute Figur macht. Start ins letzte Drittel. Crosby am Bully. Gewinnt den. Gewinnt das. Mann! Und Crosby. Oh, schade. Kann sich da durchsetzen immerhin. Aber mehr nicht. So, jetzt sind wir gut. Passt. Wir brauchen hier keine Schlägerei anzetteln. Wozu? Am Ende verletzt sich dann noch einer. Das hatten wir zwar noch nicht, aber wäre ja nicht so unrealistisch. Erhoff! Oh, das klappt nicht. Da wird er umgecheckt, bevor er den Schlagschuss raushauen kann. Ja, gut gedingst, getrickst. Keine Ahnung, Dribbling gibt es ja nicht im Eishockey. Zumindest wurde mir das so überliefert, dass es das nicht gäbe. Jager, was war das denn? Ja, okay. Was ist das? Bieksa gegen Jager. Da hat jemand Jaromir Jager provoziert. Und der denkt sich immer einfach: Ja, kannst du haben, mein Kleiner. Komm doch mal her. Oh. Ah, enger Kampf nochmal. Am Anfang hat Jager hier gut losgelegt, dann wurde es nochmal enger, aber er gewinnt diesen Fight und sagt sich da jetzt wahrscheinlich sowas wie, ja, selbst schuld, ne? Das war provoziert. Da wollte er diesen Kampf und hat ihn dann letzten Endes auch bekommen. Kevin Bieksa war's. Was sind das eigentlich für rot-schwarze Trikots? Ist das vielleicht das Farmteam der Canucks? Dass man das hier sozusagen übernommen hat? Und Hansel. Das könnte sein, ne? Dass das Fans vom Farmteam sind. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Abseits. 15:24 noch zu spielen in dieser Partie. Und es steht weiterhin 3 zu 0 für Arizona. Hansel, jetzt am Bulli. Verlieren wir leider. Harmonic, das ist jetzt aber mal deiner. Jawohl. Böttger auf Kunitz. Auf Mittelböttger. Ja gut, war jetzt nicht sonderlich gut geschossen. Und Larsson.
Ein bisschen weit rausgegangen für den Verteidiger. Und schon wird es gefährlich da hinten. Ekman Larsson. Da ist er wieder. Auf Mikkel Böttger. Ups, das wollte ich nicht. Hansel. Erhoff. Und da ist Kunitz. Was für ein schöner Treffer von Kunitz. 4-0. Chris Kunitz macht das wunderbar nach dem schönen Pass auch von Christian Ehrhoff. Aber der Treffer, den muss man trotzdem erstmal so machen. Der Pass war okay. Der Treffer setzt ihm nochmal einen drauf. Keine Chance für Miller. Das war ein starker Abschluss, würde ich mal sagen. Und die Coyotes zeigen sich in bestechender Form. Das torgefährlichste Team der Liga im Moment. Und wir haben auch. Hoppala, das war nicht gut. Und wir haben auch momentan das formbeste Team. In der Formtabelle sind wir momentan auf Rang 1. Und das wird wahrscheinlich nach diesem Spiel auch so bleiben. Schön gemacht. Und jetzt Konegger. Der ist schnell. Passt nochmal zurück. Bjugstad. Wo ist der Puck? Weg. Radonna. Schön. Verteidigt hier. Konegger, kriegt er den? Ja, den kriegt er fast, zumindest. Und das ist Murphy. Mit einem harten Check. Jetzt Brian Little. Nochmal der Pass in die Mitte, in den Slot. Bringt sofort wieder Gefahr. Und das ist ein Puck für Ehrhoff. Oh, Fehlpass, Fehlpass. Und dann der Schuss. 4 Minuten noch. Little. Ehrhoff. Like. Wieder Ehrhoff. Jandl. Ehrhoff. Doan. Na. Der Pass kam nicht an, leider Gottes. Und jetzt Christian Ehrhoff am Puck. Ja, ich glaube, die Canucks haben jetzt wieder den Torwart runtergenommen. Jetzt nochmal die Chance. Aber Tim Thomas, der ist da. Hält diesen Schuss fest. 49 Sekunden vor dem Ende. Connor Murphy hier, heute sehr robust unterwegs, aber er spielt gut, muss man ihm lassen. Mit ihm bin ich voll und ganz zufrieden. 50 Sekunden noch zu spielen, knapp. Wollen wir mal schauen, ob wir jetzt noch das Tor hinkriegen. Ne, sie haben gleich den Torwart rausgenommen. So, sorry, kurze Unterbrechung, so kurz vor Schluss, hält mir auch im Kopf nicht aus, ne? Larsson. Puck geht nochmal über die blaue. Jetzt Böttger. Jandl. Hansel. Böttger! Boah, schön gespielt! Malang. Er will nicht sagen, das läuft, aber es läuft, würde ich sagen. 5-0. 19 Sekunden noch zu spielen. Ja, da gönne ich mir sogar mal ein Stück Apfel. Bei diesem schönen, schönen Spiel hier der Coyotes. Es läuft richtig gut. Und im Endeffekt hat sich die Geduld dann doch ausgezahlt. Letzten Sekunden laufen. Nochmal Crosby. Nochmal ein Pass. Nochmal Jager. Nochmal Crosby. Alfredsson. Und da ist das Spiel vorbei. 5-0. Gewinnen wir in Vancouver. Tim Thomas, unser Goalie, darf sich über seinen zweiten Shootout,
oder Shutout, wie es so schön heißt, der Saison freuen. Das zweite Mal spielt er zu Null, sagen wir es einfach auf Deutsch. Dann komme ich schon gar nicht in die Bredouille mit diesen komischen Begriffen, die alle gleich klingen, aber doch das irgendwas anderes heißen. 5-0. Sehr überlegen, doppelt so lange in der Offensive gewesen, mehr Checks, mehr Schüsse und kein Gegentor. Das nenne ich doch mal eine starke Leistung. Wir schauen uns noch an, wer der nächste Gegner sein wird und dann beende ich auch diese Folge schon. Schon ist gut. Na, schauen wir mal. So, wen haben wir? Die Oilers schon wieder. Na, die kriegen ja gar nicht genug. Und schaut euch mal die Konstellation an unten. Die Oilers haben genau einen Sieg mehr als wir. Und Vancouver ist Erster. Ach du Scheiße. Das heißt, mit einem Sieg gegen die Oilers können wir gleich aufziehen mit den Oilers und auch an Vancouver ganz nah ranrücken. Dann sind wir in unserer Pacific Division auf einmal ganz, ganz weit vorne mit dabei. Also, das nächste Spiel wird wichtig. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Stadorino und dann sehen wir uns dort. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Frittenfriseur.